So, da sind wir wieder bei Twine. Und haben es nun in den tiefen, dunklen Wald geschafft. Ja, da wollen wir mal weitermachen. Wir vermuten ja, weil sie der Story nicht so richtig rüberkam inzwischen in den Ladesequenzen, dass sie hier im Wald jetzt das dritte Artefakt verbirgt hält. Oder befindet. Das zweite haben wir ja in der Burg gefunden. Also geht es nun hier weiter im Dunkeln. Da müssen wir wieder Fackeln anzünden mit unserer Diebin. Und hier über den Sumpf springen. Und uns mit Fledermäusen rumprügeln. Die den Sumpf reinfallen. Aber nichts Nervigeres als diese Fledermäuse im Spiel. So, noch eine Fackel zum Anzünden. Und ein Fackelschmeißer, den wir auch gleich anzünden können. Vorausgesetzt, die Panzerskelette lassen uns. So. Da respawnt gleich wieder so ein gepanzertes Skelett, aber das hauen wir jetzt einfach mal weg. So, kommt noch einer. Nö, scheint nicht so. Erfahrungspione einsammeln. Den da wegschießen. Gegen das Ding schießen. Wollte ich eigentlich nicht. Was war das hier? Skelett in den Rücken loswerden. Und die Flammenspucker hier. Den da zerquetschen. Wenigstens droppen sie alle schön viele Heilfiolen. So, die haben wir jetzt zwar nicht mehr nötig gehabt. Aber auch gut. Da oben sehe ich doch ein Secret sogar. Was haben wir denn hier? Lichtprisma. Was machst du denn? Das ist gar nicht mal so schlecht. 25% mehr Gesundheit und Energie, das behält mal die Diebin. Und dafür gibt sie mal was anderes ab. Die Beinschützer zum Beispiel kann sie unserem Krieger geben. So, weil sie trägt ja das meiste zurzeit. Das hier zählt nur, wenn der Charakter nicht aktiv ist, also geht das ja auch mal zum Krieger. Da sie ja meistens viele ich sie ja meistens irgendwie aktiv habe. So. Weil ich mich auch ziemlich viel mit ihr rumschwinge und so. So. Und hier in der Mission sowieso viel anzünden muss. Na, kommt hier wieder runter? Nein, da müssen wir hochwerfen. Wir haben sogar weit genug hochgeworfen, da haben wir ihn nicht getroffen. Und nicht da. So. Du scheinst auch wieder so ein... Jupp, so eine Waage zu sein. Erstmal hier die Erfahrungsviole hier hinten einsammeln. Und dann schieben wir den Stein hier runter. Und das Skelett da drüben können wir so nicht treffen. Das kommt es aber besuchen. Fertig ist so. Theoretisch müsste wir jetzt hier runterkommen, tun wir aber nicht, weil wir irgendwie immer noch zu schwer sind. Nun schwingen wir uns mal hier ein bisschen und kommen hier nicht hoch. Schade. Na, langsam kommen wir runter. Irgendwie sind wir zu leicht. So, ist die Kiste schwerer? Ja, ist sie.
Aua, das war jetzt nicht so geplant. Ich dachte, da unten wäre immer noch meine Brücke. Aua. Und das war auch falsch. Und sie stirbt uns gleich weg. Das ist nicht so gut. Ja. So, jetzt müssten wir aber hier oben hinkommen. Wir können auch hier die Fackel anzünden, auch wenn die uns nicht wirklich was bringt. So, Checkpoint. Dann kriegt sie auch wenigstens mehr Lebenspunkte. Und wieder eine Kiste. Aber erst einmal holen wir uns die Gesundheits-, die Erfahrungsdiode von hier, mit Hilfe des Magiers. So, da ich erwarte, dass hier gleich wieder in die Hölle losbringt. Genau so nämlich. Und ich natürlich nicht die Gelegenheit kriege, zu sehen, was in der Truhe drin ist, werden hier erstmal Skelette verdroschen oder weggekickt. So, darf ich jetzt gucken, was in der Truhe ist? Sturmhammer für Ritter. Jetzt können wir ordentlich draufhauen. Mal kurz gucken, was es bringt, ihn zu verbessern. Der Sturmhammer von Donnergott. Der Sturmhammer vom Donnergott. Gesegnet ist ein Zweihänder, der beinahe alles klein kriegt. Sei es Holz, Eisen oder Knochen. Alle Sturmeffekte kosten Energie. Oh ja, das klingt nett. Jetzt fehlt nur noch seine dritte Fähigkeit. Also die unseres Magiers. Aber gut, jetzt haben wir den Sturmhammer. Und mit dem können wir Steinspfeile zuarbeiten. Und Fledermäuse, die uns wieder nerven wollen. Also, da unten ist garantiert nur Tod und Verderben. So, deswegen wieder auf den Feuerfall umschalten und hier das Brett wegschießen. So, haben wir nämlich hier die Möglichkeit rüberzukommen. Vorausgesetzt, wir machen jetzt hier noch eine Kiste, dass wir hoch genug sind. Und ja, da oben sind noch Fiolen. Aber an die... Oh, das war ein schöner Treffer. Aber an die kommen wir halt... Naja, so kommen wir da garantiert hoch. So, an der Brücke hoch. Ja, das war schon fast richtig. So, noch mehr Erfahrungsfiolen. Und da drüben ist eine Fackel, die ich gerne entzünden würde. Jawohl. Aber wir gehen erstmal von hier unten her und hauen das Skelett hier um. Ah ja, die Konstruktion sieht aber nett aus. So, jetzt können uns die Skelette mal gern haben. Mit dem Hammer hauen wir sie alle weg. Oder mit Feuerpfeilen. Komm, ich will umschalten. So. Und einschließlich mit Argumenten. Jetzt ist die Steinwand hier weg. Stufenaufstieg. So.
Jetzt müssten wir theoretisch diese Steinhand hier auch benutzen können, um hier hochzukommen. Jedenfalls ist das, denke ich mal, dass das so gedacht ist. Komm, ich will an die Erfahrungsfiole erstmal ran. Hauen wir sie etwas weg, diese Steinhand. Und dann müsste er eine Brücke hier rüber zaubern können. Naja, hat nicht ganz so geklappt, wie ich es eigentlich wollte, aber ich habe wenigstens die Fiole gekriegt. Jetzt holen wir die Faust runter und sie bringt uns nichts mehr. So, dann gucken wir mal. 14 von 20 Fiolen, noch 5 Gegner fehlen und ein Geheimnis. Aber jetzt können wir wieder mal Stufenaufstiege verteilen. Erstmal mache ich die Stärke der Titanen beim Krieger besser. Da fehlen mir noch 2 Punkte und bei ihm warte ich erst einmal, bevor ich mir hier noch 2 zusätzliche Planken hole. Zum Krieger umschalten oder zum Ritter und zum Schwert. Ordentlich eins nach hinten auch mit dem Hammer geben. Und ja, das hier ist wieder so ein Rätsel. Da brauchen wir den Magier. Damit er uns hier Kisten draufsetzt und wir hier drauf treten können. So. Binnen und ein Safe Point. Nochmal Licht machen. Na, das war nicht so beabsichtigt, aber ich habe getroffen. Die Fackel anzünden. Den wegschießen. Die Fackel anzünden. Die Spinne weg. So. Ja, da drüben hinzukommen ist auch kein Kunstwerk eigentlich. Wenn man den Magier hat, natürlich. So. Nächste Fiole eingesammelt. Und weiter geht's. Nächstes Checkpoint. Und wieder so ein Gebiet. Und da oben ist auch schon wieder eine Secret Truhe. Die nicht mehr ganz so geheim aussieht. Und da ist wieder sein feuersprungendes Skelett im Sumpf. So, mit Magier können wir dann das ganze Ding zum Schaukeln bringen und hier oben landen. Oh, und die Gesundheitsfiole haben wir gekriegt. Die geht an unseren Krieger. Oder nee, halt, die geht an unsere Diebin. Und uns fehlen noch genau 2 Erfahrungsfiolen. Und wir landen mitten im Sumpf und schnell raus aus dem Sumpfgebiet. Wow, 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 wow. Nicht mit uns, Freundchen. So, jetzt kannst du von mir aus weiter trillern. So. Und jetzt noch das Skelett. Und die Fledermaus. Du kannst ruhig da runterrollen. Komm. Dankeschön.
Und du kannst den um den Haufen rollen. So, und jetzt können wir dich hier über uns drüber heben. Oh, und es wird schon wieder sonnig. Wir kommen also aus dem Dickicht heraus, so wie es aussieht. Hier sieht es doch mal wieder schön aus. Auch wenn alles Mögliche voller Ruinen ist. Am Ende ließ die Dunkelheit nach und unsere Helden waren erleichtert, wieder Licht zu erblicken. Leise musterte die Diebin die neue Umgebung. Sie war noch nie zuvor hier gewesen, aber aus unerklärlichen Gründen fühlte sie sich heimisch. Die Ruinen des Untergangs, wie der alte König sie nannte, sahen aus wie im Tagebuch beschrieben. Wunderschön und majestätisch, trotz der Jahrhunderte, die vergangen waren. Das dritte Artefakt könnte vielleicht am höchsten Ort der Ruinen gefunden werden. Ja. Aber bevor wir jetzt hier in die Ruinen der Verstorbenen reingucken, mache ich kurz einen Cut. Bis gleich.